Snow gehört, so wie unser Tod. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Meine Mutter bezeichneten sie als Schlampe, nannten meinen Vater einen Hurensohn und eine Missgeburt. Hier nur die Wörter, bla 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 bla. Es gibt ein bla cha bla 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 in Rücken. Titten. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ist... Um Leben und Tod. Was machst du? Vergessen ihnen, Profi. Verstehen Sie? Wenn du all dem ein Ende setzt. Ist immer verletzt. Populistische Geschichte. Ist klar, diese Wörter, ich möge es verstehen, was ich gesagt. Dann. Ich weiß, ich kenne, sage auch die Namen. Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Dann sind die vielen Tode. Die kommt aus dem Nichts. Crime. Destroy. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Nur laufen. Separate ambition. Power and will. Sins of omission, a hole too big to fill. Will won't lie. Nicht umsonst gewesen. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Hey Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie non. Sie nein. Ich kenne warum. Heute Nacht. Komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Autobomben, gezielte Mordanschläge, Selbstmordattentate. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Richtet eure Waffen! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Kein heiliger Krieg. We knew what not to say. Keeping it short and bittersweet. We turned and walked away. There's no decision too hard for the heart. Auf das Kapitol! Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Der Spieler hat mich dann halt niedergeschlagen. Offensiv. Offensiv ist wie Marken wie im Platz. Fußball brutal. Richtet eure Waffen. Issi, Dissi. Die Amerikaner. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA. Gezielte Mordanschläge. Auf Snow. Eliminated. Unser Held im Himbeerfeld. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Und es macht mich stolz und dankbar. Ich habe fertig. Jetzt lasse ich meine erste neue Vorstellung zum Kinofilm Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, ebenfalls hören. Für diesen nutzte ich neben weiteren Zitaten vor allem den dritten Kinotrailer des Films sowie die Musik von Alex Perosa mit dem Titel Only Love. Wer bist du? Meine Liebe Miss Everdeen. Ich sie, dich sie. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Einig Mario, einig sie, andere Mehmet. Ich bin niemand. Ist klar, diese Wörter, ich möge es verstehen, was ich halt gesagt. Dann. Die Fans sind die Seele des Spiels. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Das macht mich stolz und dankbar. Schlampe.
Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Ich wurde nur für eine Sache rausgezogen. Das hört sich wunderbar an. Und das ist populistisch. Fehler sind Fehler und verlässlich sind besonders. Ganz einfache Lösung. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Feuerzeuge und Papierschlangen geworfen. Er war Kampfsportler gewesen und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Die Fans wollen gehört werden. Ich habe immer die Schuld. Internet, sehe, was passiert im Platz. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkonflikt zu finanzieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch. Wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Rommelkaserne. Ich werde beenden. Der berühmte schwarze Mann. Schwarzes Schwein, korruptes Arschloch. Direkt ins Gesicht gespuckt. Ein Moderator soll auch beschwichtigen, das geht auch aus der Wortschöpfung sozusagen hervor. Und was du begonnen hast. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Truth ist 2 Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt? Truth, ich habe immer die Schuld. Ich habe immer gemacht. Ist klar, diese Wörter, ist möglich, verstehe, was ich euch gesagt. Danke. Es gibt ein Pla-Cha-Pla-Pla-Pla-Pla im Rücken. Dann fahren alle mal auf den Zeit. Es gibt ein Pla-Cha-Pla-Pla-Pla-Pla im Rücken. Dann fahren alle mal auf den Zeit. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich einen Sport daraus, uns zu töten. Das hört sich wunderbar an. Da war dann erstmal Licht aus. Das ist eine populistische Scheiße. Es ist wahr. Lieber gehe ich in die Regionalliga. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Das ach, alles, was... Nein, sie gehen mir auf den Sack, echt. Einfach alles. Das hört sich wunderbar an. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen, also... Seite. Nutzen wir ihn. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Hey Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Die Leute
Logen, denn wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Die Yeti. Ein Trainerin ist ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Hurensohn. Sprach- und Sehstörungen. All das gibt es. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Wenn du all dem ein Ende setzt. Ich bin immer verletzt. Unser Held im Himbeerfeld. Diese alte, schöne Welt. Die Nacht. Heute Nacht. Die kommt aus dem Nichts. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Es gibt ein Platscha, bla, 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 im Rücken. Wenn man keinerlei Verantwortung hat. Hier nur der Wörter, bla, 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 bla. Sie ruft nach dir. Du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Schlampe. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ist. Lass es einfach zu. Was machst du? Ganz einfache Lösung. Geht schnell, ne? Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Dann fahren alle auf den Schild! Ich habe fertig. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522200. Fax 03641/522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/.